Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum Thaddäus Schlaudraff-Projekt in FIFA 23. Ja, der niederländische Keeper mittlerweile bei Leicester City unter Brendan Rodgers. Und ja, also wir stehen sehr gut da und sind wirklich kurz vor unserem ersten internationalen Spiel. Europa. Die Europa League gegen Athletic Club Bilbao. Ich habe gerade noch unsere restlichen Punkte eingesetzt, um unseren Spieler zu verbessern. Und jetzt sind wir auf einer 80er Gesamtstärke. Das müsste eigentlich passen für Leicester City als Nummer 1 Keeper. Wir sind auch der beste Keeper, den sie haben. Wenn man sich jetzt generell die Mannschaft anguckt, Teamzentrale, kann man hier ja gucken. Wir haben einmal 30 Jahre. Dann Iverson, der normalerweise da dann die Nummer 1 wäre. Smithy, die haben 5 Keeper mit mir. Aber ich bin die Nummer 1 mit der 80. Bin ich gespannt, wie sich das hier entwickelt, und wir gehen rein in unser erstes Spiel dieser Folge. Natürlich hier die Teamhöhepunkte in der Europa League. Ich habe Bock, ich habe wirklich Bock auf die Europa League und mal sehen, wie unser Start in die Saison geht. Ich bin gespannt. Ja, kommt kein Sound. Da ist er. Da ist er. Wir spielen sogar in Spanien. Unser erstes internationales Spiel ist auswärts. Let's go! So, in der zweiten Minute direkt schon die Möglichkeit zum Flanken. Oh, gut abgewehrt. Nice one. Oh, es gibt 11 Meter. 20. Minute gegen Schoberlei. Oder Schoberslei. Okay, okay, komm. Aha! Verlatzt habe ich ihn. Jetzt führen wir mittlerweile 1-0. Es gibt aber Ecke für die Gastgeber. Come on. Haltet sie gut auf. Der Ball wird geklärt. Bleibt in deren Besitz, ja. Sie haben die Möglichkeit. Und da ist unser Abwehrspieler da. Nice one. Und wir gewinnen das Game mit 1-0. Also habe ich uns im Game gehalten durch den Elfmeter. Nice one. Spielentscheidend. Spielentscheidend. Unser Debüt in der Europa League ist geglückt. Wer hat das Tor geschossen? Das würde mich mal interessieren. Sumare. Nice one. GG. GG. So, dann gehen wir auch direkt weiter. Ja, wir sind immer beliebter an der Startelf beim Trainer. Und jetzt müssen wir in der Liga gegen City ran. Tabellarisch sind sie weit hinter uns. Also sie sind 7 Punkte haben sie aktuell nur. Also bei denen läuft gar nicht. Die sind noch nicht mal unter den ersten 9. Ich will gar nicht dahin. Ich wollte hier hin. Auf dem 10. Platz sind sie. Auf dem 10. Platz. Aber ja, die Wolves haben ein Spiel mehr. Mal sehen, wie es aussieht, wenn wir gegen City ran müssen. Mal sehen, wie es aussieht, wenn wir gegen City ran müssen. Ich bin echt gespannt. So, Training haben wir gemacht. Und wir gehen rein. Oh, kann ich auch gegen City die Null halten? Oder zumindest dafür sorgen, dass wir das Spiel gewinnen? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh, dieses Stadion, ne? Ist schon riesig. Ist schon riesig. Let's go. Wie viele Menschen da wohl reinpassen? So, 15 Minuten Konter für Manchester City. Und wir führen schon 1-0. Nice one. Oh, die Sonne blendet. Da kommt Grealish über die linke Seite. Haaland wartet in der Mitte. Ist es überhaupt noch Haaland? Ja, sie bleiben. Der Pass kommt und da wird abgefangen. Perfekt. Wir führen 2-0. Wieder Konter durch City. In der 26. Können wir hier was sehen? Wird abgefangen. Unsere Abwehr ist on fire. Wir führen aktuell gegen City 2-0. Das ist unglaublich. Come on. Es geht weiter. Ah, er positioniert sich und den fisch ich raus, Junge, den fisch ich raus. Stark. Alleingang von City. In der 31. Oh. Oh, den hat er sich abnehmen lassen. Den hat er sich abnehmen lassen. Nice one. Wir führen mittlerweile 3-0, sind in der 58. Eckball.
Was machen sie jetzt? Come on. Come on, ich bin da. Ich bin da. Der Ball kommt gut. Wird abgefangen. Wird weiterhin abgefangen. Er kommt zum Schuss, ne? Oh, Alter, da ist er noch nicht mal gesprungen. Da ist er noch nicht mal gesprungen. 63. wieder. Gelegenheit zu flanken. Wird abgefangen. Und bleibt sogar noch im Spiel. Nice one. 4-0 mittlerweile für uns. Also das Ding ist so gut wie durch. Also das Ding ist eigentlich durch. 78. Oh, nice one. Da wäre ich da gewesen. Und wir gewinnen am Ende mit 5-0 gegen City. Ja, für die läuft es nicht gut. Und für uns dafür umso besser. Ederson, keine Chance gegen unsere Spieler. Und ich habe uns sehr gut im Spiel gehalten. Nice one. 5-0 gegen City. Geschichten aus dem Paulanergarten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wird das der erste Titel unter Brendan Rodgers? Oder seit diesem Titel da damals? Jetzt müssen wir erstmal gegen Man U im Carabao Cup. Der nächste Manchester Club. Den einen haben wir ja schon geschlagen. Kriegen wir es auch mit dem zweiten hin? Ich bin echt gespannt, ob wir es denn kriegen. Ja, ob wir die Möglichkeit dazu haben. Ich will ja nicht die ganze Zeit die gleichen Wörter benutzen. Also ich bin echt gespannt, ob wir die Möglichkeit dazu haben, auch hier zu glänzen. Let's go. Ah, und es ist sogar Heimspiel. Ist sogar Heimspiel. Im Gegensatz zu den letzten beiden. 7. Minute, Eckball für Menu. Come on. Come on. Ah. Ja. Oh, Alter. Da wäre ich, durch gewesen. Da wäre ich durch gewesen. Wir führen 1-0. 55. Konter durch Menu. Ja. Wer kommt? So. Windgrün, abgefangen. 65. Immer noch 1-0. Oder 66. Ja. Und wir gewinnen am Ende mit 3-0. Perfekt. Von Menu kam nichts mehr weiter. Es läuft mehr als gut eigentlich in Leicester. Also wir haben uns da gut echt eingespielt. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. City hat währenddessen gewonnen gegen Liverpool. Okay, cool, cool. Cool. Tabellarisch sind wir weiterhin Erster. Ja, die Wolves haben ja wieder aufgehört und wir müssen jetzt gegen die Spurs. Das heißt, wir können die Spurs von uns fernhalten. Mal sehen, wie wir das machen. So, jetzt will ich aber, was wollte ich erstmal gucken? Kann ich meinen Spielerentwicklung, kann ich den ein bisschen ändern? Ja, ich habe hier leere Plätze. Nachsetzen. Nicht sehr. Teampressing, Distanzschuss, letzter Rückhalt. Ah, okay. Das ist natürlich sehr gut für uns. Paraden, Spielende. Werden in den letzten 15 Minuten werden die rausgeholt. Schnelle Reflexe. Das ist auch nochmal gut für uns. Das ist auch schon mal sehr gut für uns. Kann ich denn nicht irgendwo meine Nummer ändern? Marktwert 43,5 Millionen. 35 Spiel-Siege. Die Unentschieden. Ohne Gegentor 29 Mal. So. Bin ich da auch Team der Woche? Bin ich dreimal gewesen. Spieler des Monats nicht einmal. Spieler des Jahres auch nicht. Und komisch eigentlich, wenn man das so sieht. Ich bin die Nummer 1 im Tor. Aber wieso trage ich denn trotzdem auf dem Platz? Also hier steht, ah, da bin ich auch die Nummer 31. Ja, mit Iverson zusammen. Wir beide haben die 31. Das gibt doch gar keinen Sinn. Eigentlich bin ich doch die Nummer 1. Kann ich das nicht ändern noch? Oder muss ich das immer am Ende des Jahres machen? Nee. Ja, nur Position Tor, Größe und starker Fuß links. Muss ich mal gucken, ob ich das am Ende des Jahres machen kann. Dann gehen wir rein in das Spiel gegen die Spurs. Trainieren muss ich momentan nicht. Und let's go.
Let's go. Wir haben bis jetzt noch kein Gegentor kassiert in 3 Spielen, ne? Will ich so weitermachen. Und wieder Heimspiel. Make some noise. Ja, 3. Minute, Eckball für die Spurs. Ja. Oh, gut hingesprungen. Gut hingesprungen. 5. Minute, erneut Eckball für die Spurs. Come on. Entdeckt Harry. Okay. Abwehrspieler ist da. Und da waren wir wieder da, wenn er glänzt hat. Nice one. Angriff von den Spurs. 18 Minuten. Also die machen gerade mega Druck. Die Spurs machen gerade Druck. Glanzstadt. Mittlerweile die nächste Aktion. Freistoß für die Spurs. Das Ding ist, ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, wie er schießt. Ich weiß nicht, ob was kommt. Ich sehe einfach gar nichts. Das ist dreckig. Die Sicht ist dreckig, wenn man das so sieht. Und wieder. Alleingang der Spurs. Da kommt er. Über die linke Seite. Bringt den Ball in die Mitte. Wird abgefangen. Der Ball ist weg. Freistoß für die Spurs erneut. Also wieder sehe ich nichts. Ich sehe noch nicht mal mich jetzt. Noch besser. Ich muss einfach nur vermuten, dass da was draus wird. Oh Gott, der hat eine richtig gute Schussmöglichkeit. Okay, den hat er. Den hat er, jetzt können wir einen eigenen Angriff aufbauen. Macht es doch mal. Oh, 0-0. 68. Konter für die Spurs. Come on. Bisschen den Überblick behalten. Also da müssen sie auf jeden Fall was updaten. Die Torwartübersicht. Wäre auf jeden Fall cool, wenn sie das verbessern würden. Und wir spielen am Ende. Gewinnen wir sogar noch mit 1-0. Ah, wichtig. Wichtiger Sieg hier. Sehr wichtiger Sieg hier im Spiel gegen die Spurs in der Liga. Nochmal gut Punkte gemacht. Jetzt müssen wir nochmal in Europa ran, ne? Jetzt müssen wir nochmal in Europa dran. Ja, der Keeper, der Trainer hat momentan nichts zu sagen. Und jetzt kommen die Schotten. Ist so gesehen sogar ein Derby. England gegen Schotten. England gegen Schottland. Come on, let's go. Sind wir auswärts wieder, ne? Oder spielen wir zu Hause? Es sind hier 3 Tore in den letzten 3 Spielen. So, wir spielen zu Hause. Oh, ich habe gedrückt. Ich habe sogar gedrückt, dass ich das ganze Spiel spiele. Och, beste Leben. Beste Leben. Dann werde ich das gleich wegschneiden. Oder, nee. Ich werde nicht die ganzen Spiele spielen. Wir gehen zum Endergebnis. Direkt. Und dann spiele ich noch ein Spiel und wir verlieren. Das erste Mal, dass ich mich zum Endergebnis mache und wir verlieren direkt, ne? War ja klar. War ja klar, dass es nicht perfekt laufen kann. Lächerlich. Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Kurzmitteilung an alle. Folgende Spieler werden aufgrund von Einsätzen für ihre jeweiligen Nationalmannschaft freigestellt. Vom 5. Oktober 2023 bis 11. Oktober 2023. Daniel Iversen, Dänemark. Thomas Ketiora, Polen und Tadel für die Niederlande. Ich wollte dich nur darüber informieren, dass ich dich für die kommenden internationalen Testspiele für die Niederlande Kader ausgewählt habe. Belgien 6. Oktober, Nordirland 10. Oktober. Wir sind gerade noch dabei, mit Leicester City Vertretern die genauen Termine festzulegen und deinen Einsatz für uns auch wirklich zu ermöglichen. Ich freue mich schon darauf, dich als Teil unseres Teams begrüßen zu dürfen. Welcher Spieler für die Startelf vorgesehen wird, werde ich erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Mit freundlichen Grüßen, Trainer, Fußballverband Niederlande. Cool. Das heißt,
Nach diesem Spiel würden wir unser Debüt in der Nationalmannschaft geben. Hätte ich Bock drauf. Machen wir das noch in dieser Folge? Ja, machen wir das noch in der Folge. Da wir jetzt das andere Spiel kurz abgekürzt haben, gehen wir jetzt hier nochmal gegen Brighton rein, in die Highlights. Mal sehen, wie wir das machen. Vielleicht werde ich auch die Sicht ändern. Ja, ich glaube, ich werde jetzt über Einstellung her die Sicht ändern. Anzeigekalibrierung, nein, nicht so. Spieleinstellung. Bier Pro. Dynamisch, klassisch, Tele. Ja, machen wir das so. Machen wir das mal so. Versuchen wir mal uns halbwegs ordentlich da auf dem Platz zu bewegen. Ja. Und wird abgefangen. Dann sieht man wenigstens was. Dann sieht man wenigstens, was da passiert auf dem Platz. So, okay, man sieht das trotzdem nicht. Das beste Leben. Ah, wird abgefangen. Perfekt. Wir führen mittlerweile mit 1-0. 59. Eckball für Brighton. Das ist ja quasi die übliche Sicht. Ah, da kommt er zum Kopfball. Da wäre ich richtig geflogen. Er kommt wieder zum Kopfball. Den habe ich. Den habe ich. Am Ende spielen wir mit 2-0 gegen Leicester. Perfekt. Perfekt. Ja, oder nee. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Ich werde jetzt nicht in die Nationalmannschaftsspiele gehen, weil ich denke, dass Nationalmannschaftsspiele, wenn wir da dann sind in der A11. Okay. Ja, okay. Ich soll schon in die Investition gehen. Das mache ich alles. Machen wir alles in der nächsten Folge. Dann werden die Nationalmannschaftsspiele werden internationale Testspiele. Ich bin gehypt. Ich bin echt gehypt. Und wir sind in der Startelf. Wir sind in der Startelf der niederländischen Nationalmannschaft. Ey, wie geil ist das denn? Okay, aber das ist jetzt die Teamzentrale von. Ich will ein anderes Team. Ich will ein anderes Team. Wie sieht das Team aus? Wieder Statistik. Kann ich nicht den Kader Probe arbeiten? Kann ich hier die Nummer ändern? Hier kann ich die Nummer beändern. Ich will die Nummer 1 sein. Ist doch klar, dass ich dann bei Leicester City jetzt mittlerweile die Nummer 1 bin, oder nicht? 20 Jahre und jetzt bin ich endlich die Nummer 1. Ich bin in der Startelf der niederländischen Nationalmannschaft. Ich habe Bock. Ich habe Bock. Ich habe Bock. Salah ist Spieler des Monats. Wir müssen gegen Belgien ran. Aber was ich sagen wollte, ich werde hier die heutige Folge beenden, da ich die Nationalmannschaft spiele mit den Niederlanden. Wir sind ja kurz vor der Europameisterschaft 2024. Müsste das sein, ja. Werde ich komplett spielen. Die Spiele werde ich komplett spielen. Das heißt, die nächsten zwei Folgen werden Nationalmannschaftsspiele sein. Wenn ich nicht sogar beide Spiele in ein Spiel reinpacke, mal gucken. Und dann machen wir das so. Chelsea, einfach Bellingham über Chelsea. Läuft bei denen hart. Dann machen wir das halt so, dass die Nationalländerspiele, weil das Ziel, große Ziel ist ja, Weltmeister zu werden mit Niederlande. Und dann kommt halt erst die Europameisterschaft. Und natürlich wollen wir Champions League mal auch gewinnen. Und mal sehen, vielleicht schaffen wir das ja sogar mit Leicester City, die englische Meisterschaft zu holen. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten sehen wir uns nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass